darfst du gerne werden. Hier. Losers Final, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Losers Finals. Final? Finals? So, ganz viele Down Smashes bisher. Losers Finals. So, genau. Es geht los. Ich find's so cool, Lil Uzi hat halt so wenig Waiting Frames. Das kann. Ja, das kann auch richtig gut, Alter. Seine Up-Smashes kommen out of nowhere. So wie bei dir, deine Shy-Up-Smashes? Insane. Oh, ja, der Regrab. Den Regrab, genau den. Drin. Genau diesen Regrab auf Fox hat Dennis gelabt, wie sonst was. Er hat sein Fortune auf Twitter nämlich notiert. Hat sich immer wieder korrigiert, so, bei wie wenig Prozent sein Regrab true wird. Er ist schon bei 5% runter. Alles über 5% kann einfach true Regrab. Deswegen ist das sehr spannend, eben jetzt gerade, wo so viele Foxes hier sind, wahrscheinlich hat er das deswegen gemacht. Es ist sehr spannend zuzusehen, wie er das in Action benutzt. Gegen Geldmann hat es ja schon gelohnt. Ja, gerade gegen Geldmann, das war so zurück wie... Kommt er zurück? Er war zu steil. Oh, der hat, er hätte nach links gehen können einfach, oder? Ah ja. Da hat Lil Fusi schon die ersten beiden Stocks genommen, tatsächlich. Von Dennis. Oh, der Snipe fast. Oh, er hat sich, er wurde nicht bei der Fünfte. Ja, Drillschein. Und Shield. Die shuffled. Hit and turnaround. Ja, ja. Okay, jetzt macht er locker Downsmash von der Plattform. Nee. Einfach so. Oh. Dennis ist. Mit seinen. Oh. Die Abwehr. Schönes Mix-Up mit dem Side Throw oder mit der. Oh. Genau. Er hat die iMixer auch. Ne? Also. Oh. Oh, gebombt. Da, das war die Box auf jeden Fall. Hate to see it, hate to see it. Ja, er gibt ihm nicht den Down Smash, den Dennis haben will. Doch, da ist er. Das sieht man auch selten. Crouch Cancel into Shield, aber das hat er meistert. Also, du meinst Crouch Cancel into Down Smash? Das sieht man nicht häufig. Nein, nein, ich meine, dass das Fox getroffen wurde am Anfang und trotzdem danach noch ein Shield rauskriegt. Ach so. Oh, oh. Diese Aerials sind so schnell, aber nicht schnell genug. Bisschen. Wie soll ich das noch? Das reicht gut. Wieder ein bisschen zu knapp. Er versucht hoch, aber es geht von der Edge. Turner Krieger. Dennis holt gut auf. Der lag jetzt zwei Stacks zurück und jetzt ist wieder ein Even Game. Fast. Macht ja noch den kleinen Vorteil. Ein Up-Smash müsste reichen. Da ist er auch gut drin. Oh! Oh, da konnte er dann keine Hit-Trail machen nach dem Down. Oder so was ein Fair oder Fair Hit-Trail. Naja, das hätte, wäre zu langsam, oder? Ha? Wäre zu langsam, glaube ich. Das ist halt wie war riskant. Oh, der Ledger kann auch. Der Ledger kann denn das. Und dann hat er das erste Game zurückgeholt. Er hat gesagt, nein, ich lasse dich nicht gewinnen. Die Neutral Stage gehört mir, sagt Dennis. Und wirft den dreimal von der Stage. Krasse Leistung. Mal sehen, ob Maxi da zurückkommt. Dann. Ja, ganz gut. Ein Fusi-Lover im Schein. Oh, Jab 1. Natürlich. Oh, das war anstrengend. Wave Schein zu weit. Oh, Power Shield in der Turnaround. Ja, das ist dann von Niki manchmal. Oh, und die Abwehr hat er getroffen. Da hat sich Jango ruhig zu nah an die Stage getraut. Ja, was war da von Niki? Ja. Power Shield into Upsmash oder anderen Fun direkt von der Kante. Get up attack Ja, gut, dazu müsste er gegen Get up attack, ne? Aber man kann, ja. Wenn man reagiert, ist wahrscheinlich automatisch Power Shield. Oh, oh. Ja, auf der Plattform. Ja, denn No Impact Landing. Double Jump Cancel Landing. Das geht. Ich wusste, dass du es bist. Yes. Oh, da hätte der A-Cancel gefehlt, kann das sein? Ich werde
Hat er ihn schon abtilt und dann ja, Abwehr machen können, aber ich glaube, da hat er den L-Cancel nicht genommen. Ist auch schwierig mit der Forward-Air, man weiß nicht genau, wie viele Hits. Der Hits dann ist, verschiebt sich. Ja. Das ist bei Drill-Moves natürlich besonders schwierig. Ja, genau, und dann noch das Fast-Fall-Timing zu bekommen. Genau, das Fast-Fall-Timing, wann kriege ich das, kriege ich überhaupt, wie viele Hits treffen. Da sind die 7 Frames, die man hat für L-Cancel, doch auf einmal ziemlich wenig. Oder man Edge-Cancelt und macht danach Waveland und dann ist es gut. Edge-Cancelt war jetzt nicht drin, leider, oder? Ja, wir kommen weiter viel. Oh, der Grab von hinten. Der Downswing auf der Plattform, gepunished von einer Backair. Von der nicht stirbt. Oh, der Grab ist nicht. Das hätte böse hätten können. Nein, das ist nicht der. Oh, das ist ein Movement. Oh. Der Downsmash. Schon ein komischer Move. Warum steht der denn da? Oh, landet mit der Vor der. Oh! Diese Wave Dashes sind insane, Alter. Die Maximum Length Wave Dashes auf der Box. Weißt du, man sitzt neben dem, man spielt Melee, neben dir hörst du einfach, wie er seine Masterarbeiter eintippt auf den Ding. Das ist so anstrengend. Als ob man ein Mechanical Keyboard spielt, aber direkt neben dir. Noch lauter. Weißt du? Guck mal zu, wie der Tipp ist. Ja. Ja, Mann. Oder? Ja, meins hat die Physik ungefähr das Tor gemacht. Players, wrong answers only. Armada und Leffen. Ich wusste, dass das was. Warum spielt er denn Peach gegen Leffen? Oh. Wollt ihr ran? Mac D und Hasfeld. Doch, natürlich möchte ich kommentieren. Oh mein Gott, wie viel Game ist? Wie viel steht's? Also 1-0. Musst du weiterführen jetzt, ne? Für Johnny Prince-Luberg. Für die Prinzessin. Alter, Prinzessin im Berg. So, jetzt muss ich mich erstmal hier reinfinden in das Game. Wie ist so die Dynamik? Erzähl mal. Ja, die Dynamik ist, Pro Z liegt 2 Stocks zu 1 Punkt. Naja, er hat einfach verloren. Let's go. Aber, ich weiß nicht, ich bin da nicht so ganz in den Köpfen, aber die Downsmash sitzen gerade. Die Downsmash sind on point. Alter, das sind die Box-Kombos. Ja, ob es eine Nair ist oder eine Fair, Fruzy ist so gut in den Follow-Ups auf jeden Fall. Ja. Der fliegt auch immer ganz flach über der Stage. Oh, genau. Das an. Die shortesten Hops hat nur Fruzy. Wir sind nochmal so 2 cm shorter als mit dem GameCube Controller, weißt du? Naja, warte mal, wusstest du, dass wenn du einen Aerial Input direkt. Je früher. Diese Upsmashes sind krass. Der Upsmash covert die ganze Stage. Die ganze Stage. Das ist komisch, dass er das reingepatcht hat, aber. Ja. Hier in Berlin Nintendo spielen wir mit einer Version, wo der alle Fox Hitboxen doppelt so groß sind. Fun Fact: Fox Upsmash in Berlin covert die ganze Stage. Kann man einfach spammen. Dafür haben krass. Die Rest Hitbox einfach entfernt. Und Shine ist auch Invincible. Frame 1 bis 30. Genau, komplett. Aber Jump-Cancel den nicht. Immer noch on Frame 4. So. Genau. Das musst du dir überlegen. Willst du Invincible sein oder willst du Kombos? Nee, so wie Legend Invincibility. Quasi confirm. Obwohl du wirklich. Fox ist einfach du denkst, das ist so der weiße Fox in Doubles, aber der ist einfach konstant intangible. Kann nicht getroffen werden. Apropos, speaking of Doubles. Ja, ich sag ja, die Jingles hat er geübt. Speaking of the Doubles. Die Edge Guards kann ein Double-Turnier danach. Weißt du, oder? Okay. Oh, Bär. Hat Niki auch gerade heute drüber gepostet? Oh, shit. Stimmt, Niki hat so Peach Tag gepostet. Ja, das auch. Die Instant Back Air. Wie cool, was ich alle sehen. Waveland. Das hat Dennis auch nicht incorporated. Aber. Geht unter der Hüfte durch. So langsam könnte die Abwehr kommen. Nice. Genau, trotz Down Air kann man da durch irgendwie. Crazy, ne? Ja, naja. Zwischen den Stiefeln. Er hat sich die andere Seite vom Kleid einfach ausgesucht und dann daran. Zwischen die Beine getreten. Okay. Also, Im Game. Oh, gewagter Engel. Ich habe nie in meinem Leben so eine Art Beat gesehen. Nee, ne? Hat auch noch nie jemand gemacht. So auch. Im Nintendo Headquarters gehen im Tracking alle Lampen an. Ey. Oh shit. Neue FB-Engel discovered. Was geht denn ab hier? Wieso ist der jetzt einen Stock vorne? Ah, eine einzelne Träne rollt Sakurai die Wange runter. This is not how you play the game. This is not how you play. Stop enjoying. Okay. Oh. Please turn on items. Where's all the cool stages I designed?
Wo ist meine Lieblingsmap? Icicle Mountain. Genau. Warum spielen wir mit Stocks? Die Map ist doch nur für Master Hand. Warum macht Fox so wenig AB? Side B auf der Stage. Kombo doch so gut. Da ist er! Ja, da ist er! Und warum werden die Sakurai weinen für Fox? Ja, die Turnips werden auch nicht reflektiert. Was da Sakurai ist in Wirklichkeit so ein, einfach so zu Hause und ist so ein Fan von so ganz selektierten Smash-Spielern. So in seiner Freitzeit ist. Ja, er ist so Lovage, ist so einer seiner Lieblingsspieler. Meinst du, er würde Nintendo feiern? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich würde er Nintendo feiern. Tut es irgendwie. Da ist schon wieder derselbe Angle, was ist denn los? Und nochmal von der anderen Seite. Okay. Zack. Starker Snipe? Ja. Wo gehen sie hin? FD. Overshoot jetzt. Wenn man bei FD in den Hintergrund guckt, einfach nur so an den Horizont, ja, würde ich kurz erzählen. Dann wird ihr schlecht. Dann wird ihr wirklich schlecht. Das ist zum Kotzen. Guck dir das mal an. Die Kamera bewegt sich so viel. Ach so, ich, die bewegt sich wirklich viel. Man ist wirklich so, was soll das? Geht links, rechts, links, rechts. Oh, er geht nicht an die Lippe. Krass. Ich muss mal drauf achten, wenn ich spiele. Ein schlimmer Parallax. Das ist der Trick. Wenn du nicht weißt, wo du bist, orientier dich am Horizont im Smash. Das ist der Text. Sag es deinem Gegner vor dem Match. Ja. Übrigens, oh, der kriegt er die ab. Da wäre ich mir gar nicht so sicher gewesen, aber ich bin auch schlecht im Spiel. Da hat Lil Fuzzy das 2-1. Oh mein Gott, kriegt er den Upset. Lil Advantage. Der kleine Fropsi. Jenny Prenzelberg, Parkplatz Karate, Young Ulrich, Dennis hier in seinem Tournament-Game. Stock, eventuell. Alter. Noch nicht. Und da feiert er mit so einem einzelnen Laser, dass er einfach die ganze Down Smash geschildert hat und es nicht geschildert hat. Das ist einfach so blip, blip, zick. Die Laser? Oh. Late Nair? Riskant, aber. Und der Engel. Ja, das muss man immer respektieren bei der Box. Bei der Box musst du. Aber da weißt du, wenn du das coverst, weißt du, du triffst auch. Erklär mir mal, wie diese Angles, diese Zwischenangles auf der Box funktionieren. Modifiers. Okay. Also du hast so, du musst so ein Gesicht, du musst ein Gesicht schreiben und dann kommt. Genau, du musst ein Limerick schreiben. 240! Du musst schreiben so. Gibst du den Engel so in Pi. 2 Pi! Das erinnert mich an dieses Gorilla-Spiel, was so wie Worms ist. Dieses 2D, wo du immer so den Engel eintippen musst. Es gibt so, ich kenne so ein Spiel, da kommen die so runter. Von oben, die ganze. Du musst ja eintippen, alles was. Du musst alles eintippen. Achso, so ist er. House of Dead auch gut. Oh, Typing. Der steckt. Oh mein Gott! Oh, shit. Weißt du, diese Kombo hat weniger Schaden gemacht als ein Downs. Oh! Aber sie war sick. Das war einfach ein Nair, der aber, war schon wieder so. War, oh! Fast clippable. Also ja, das hätte man clippen können, wenn man im Chat wäre. Wenn es besser geendet hätte. Ja, aber dann kam dieser Light-Input. Einfach so. Ja. Das ist krass. Der Fruzi hat einfach gerade sick aufgeholt mit diesem Stock. Da ist der Clip im Chat. Danke, Nightbot. Danke, Ramboy. Oh. Wer ist das eigentlich? Wissen wir das? Hoch erst? Ne, keine Ahnung. Aber er ist sick heran. Hallo, Ramboy. Wie ist dein Tag? Wie, du kennst Haramboy nicht? Das ist ein bester deutscher Spieler. Secret Boss. Arch Nemesis. Oh. Schweinesalami. 4-4-4. Das ist eigentlich fast Shine Turnaround Back Ever. Oh mein Gott! Will Wave Shine Up Smash. Easy Baby. Ja, das ist kriegst Haramboy. Scheiße, ey. Okay, dann gut. Gute Frage. Might be then. Und spielst du auch Smash? Ich bin aber das neue. Du kommst vielleicht vorbei. Ja, aber. Du hast Spaß mit deinen neuen gefundenen Homies. Ja, aber Adresse steht unten. Und wenn du gewinnst, ist jedes Mal kostenlos. Ich spiele Mario Kart. Ja, auch gut. Du bist im falschen Chat. 64 oder so. Spiel mal auch Smash. Du kannst ja beide spielen. Ich weiß, es kommt am Anfang nicht so rüber. Ja, und wir werden alle so krass elitär, aber in Mario Kart fixen uns wahrscheinlich alle. Obwohl, ich glaube, Mario Kart gibt es jetzt auch im Kompetitiv. Er spielt gar nicht Mario Kart. Er spielt nämlich doch Super Smash Bros. Melee für die Gamecube. Warum bist du da nicht hier? Ist das auch Teil des Scherzes? Ich glaube, er könnte auch woanders herkommen. Last Dog Witch. Oh, ich wollte gerade sagen, da habe ich doch wieder so ein gestochenes Gesicht gesehen. Jetzt kommt locker so eine Fair into. Alter, jetzt einfach so ein Down Smash und dann so dieses Bonk. Weißt du? Oh, never mind! Oh mein Gott, das war gerade so Big Brain. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Smash. Wie einfach retreated ist aus der Luft. Ah, sick. Insane ist Losers Finals. Das war Losers Finals?